Merci, Herr Präsident. Haut mir wohl mit der wichtigsten Diskussion, wo eine Gesellschaft feiern kann. Und geht um eine weit und tiefgreifende Mesur. Und es geht an sich auch froh, ob in ein freiheitlicher Approche wählt, auf eine Grundausstellung, ja, auch alle einzelnen Deputierten oder eine ganze Partei hat. Dafür begrüßen wir, dass der Präsident es auch erlebt hat, genug Zeit zu kriegen, für unsere Überlegungen auszubauen und zu erklären. Nachdem Sven schon auf der Wolle von der Santé angegangen ist, werde ich mich mehr auf die Justiz konzentrieren. Denk aus diesen Überlegungen von heute werde wohl an die Geschichte von unserem Land angehen und über die Jahrzehnten als Grundsatz Dinge für weitere Gesetze. Weil falls ein Impfpflicht wird entschieden gehen, dann kann ich das als Signalwirkung verstehen, so fand ich nicht statt. Als Signal, dass der Staat somit Entscheidungen über den Körper von einzelnen Leuten treffen kann und hat die freie Entscheidungsgewalt von einzelnen Personen auf Ruhe stellt. Bei Corona könnte ich sagen, das wäre vielleicht, aber auch just vielleicht, noch vertretbar. Mir fährt dann und es wird dann nicht dabei bleiben. So eine Entscheidung möchte ich auch für eine Politik von meiner Selbstbestimmung und das als ganz gefährliche Entwicklung am Mengen an. Die Position von uns Piraten zu diesem Debatt geht über die basisdemokratische Wort bestimmt, aber bekanntlich hat das Wort sich gegen eine Impfpflicht ausgeschwemmt. Mit dem entbündet uns nicht von der Verantwortung zu den schweren und komplizierten Fragen hier am Haus, die sich an der Diskussion von heute stellen, trotzdem eine Position zu wählen. So ist es ein zentrales Problem von einer Impfpflicht, ja, zum Beispiel die Frage, wie eine Strophe angefordert wird und wie kontrolliert wird. Das ist von den von euch irgendein beschlossenes Gesetz, das, was er nur darin zählt, wird angehalten. Also mir als Datenschutzpartei klar, dass es nicht kann sein, dass der Staat eine Datenbank von ungeimpften Leuten auflädt, für ihnen einen Brief oder ein Avertissement zu schicken, dass sie gegen ihre Impfpflicht verstoßen, aber zahlen müssen. So eine Datenbank darf der Staat aus Datenschutzgründen einfach nicht auflehnen. Das ist ein einheitliches, einmaliges Payment, wäre an unseren Augen auch eine Diskriminierung von Leuten mit kleinem Abkommen, es wäre unsozial. Wie ein viel suchen wird, könnt einfach nur bezahlen, das am Platz sich impfen zu lassen. Wir kommen dafür mit unserem Denkausschuss von Strophen, die in den Salär oder den Posabel angepasst sind, wo wir ja auch schon länger auf andere Felder darauf hingewiesen haben, an ja, ich weiß, das ist an unserer Gesetzgebung bis Elo noch nicht vorgesehen. Aber vielleicht sind es ja auch gerade Diskussionen wie heute rund um eine Impfpflicht, die das richtige Momentum durchstellen, für auch hier umzudenken. Am Platz von einer neuen Datenbank, an der sich all die ungeimpften Personen nur umfangen, wieso sind sie die Impfpflicht nicht über den Weg vom Kontrolldelikt um, ähnlich wie das in Österreich beschlossen ist. Personen, die nicht geimpft gehen, sollen just dann eine Strafe bezahlen, wenn sie an eine Kontrolle fallen. Wichtig, Lift? Wichtig ist dabei umzumerken für ihre Überlegungen, dass Personen, die sich bei der Polizei melden, weil sie Opfer oder Zeugen von einer Straftat waren, bei diesem Kontakt mit der Polizei nicht dürfen kontrolliert gehen. Es darf schließlich nicht sein, dass ungeimpfte Personen durch nur Angst tun, für unter Polizei oder Angst tun, sich Hilfe sichern zu gehen oder andere Leute zu helfen, just weil sie Angst tun für eine Impfpflicht. Die Leute dürfen noch keine Angst haben, für sich am Spital behandeln zu lassen mit einer Krankheiten, weil sie fertig ein Protokoll zur Impfpflicht zu kriegen. Just bei Douanes- oder Police-Kontrollen dürfen noch Impfkontrollen mit Strafe gemäht werden. Das ist klar, dass es zu einfach ist, sich nicht impfen zu lassen. Und dann aber darauf zu bauen, dass eine Solidargemeinschaft alle Kästen für den Aufenthalt an einem Spital überhält. Mehr es muss ihn an der ganzen Diskussion aber auch aufpassen, dass auch die Leute, die den Coronavirus erwischen, nicht als Täter behandelt gehen. Wir alle gut, und das Jiderin an der Gesellschaft, sind Opfer von diesem hammerhältischen Virus. Herr Präsident, zum Schluss will ich dann darauf froh vom betroffenen Personenkreis angehen. Ob die Idee, dass die Impfpflicht just Residenten empfassen soll, wie sollen sie das konkret vorstellen? Da sitzen da noch zwei Leute am selben Bus, am Zug oder sind am an einem guten Supermarkt an der Käse. Den einen,
den einen geimpft, ich war eine Impfpflicht, den anderen nicht. Das wäre eine ziemlich unfair Mesure, wenn ihr auf den Weg geht, dass ihr seht, die einen, an dem da gingen, sie stigmatisieren, sie mehr gefährlich, die können den Virus verbreiten, dafür müssen die eine Impfpflicht tun, während die anderen, die, ja, ich weiß, das ist schwieriger, die kommen für einen Tag an den großen Supermarkt herkaufen, stehen aber mit über 50 Jahren hier nur an derselben Stakese, die haben keine Impfpflicht, während aber die Frau, die vier drunter steht, so schön müssen impfen lassen mit einer Impfpflicht. Das ist etwas ganz bedenklich. Aber wie sollen die Leute hier am Land das dann noch akzeptieren? Da kann ich nicht erwarten, dass die Bevölkerung von einem Land mit so viel Grenzverkehr, Tourismus, so eine unterschiedliche Behandlung akzeptieren wird. Von so einer Einschränkung geben wir Piraten also aufrufen, weil du fährt nicht wirklich, dass er Impfpflicht von den Leuten gar nicht ungeholt wird. Mir im besten Fall geben wir die Idee von der Impfpflicht für den Moment verwerfen. Mir auch ohne Pflicht bleiben wir Piraten beim Message: Impft ihr, merci.